Ja, jetzt ganz spontan noch ein drittes Take dran, weil ich hier so mitten in Action gewesen bin. Was ich eigentlich von Anfang an nicht vorhatte. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange ich das Take mache. Ich versuche es jetzt nicht auf die 15 Minuten auszuweiten. Und nur damit ihr es von Anfang an wisst, es könnte eventuell ein etwas kürzeres Let's Play werden von mir, weil ich einfach nicht möchte, dass ihr so mitten in der Handlung einfach abgeschnitten werdet. Deshalb war ein bisschen blöd von mir, ganz ehrlich gesagt. Und ich hänge jetzt einfach noch das dritte hier dran. Und denke mal, dass hier auch der Stygian gleich kommt, dem ich eigentlich einen eigenen Teil vom Let's Play widmen wollte. Also werde ich jetzt einfach mal versuchen, mir so viel Zeit hier zu lassen wie möglich, damit ich nicht zum Stygian komme. Beziehungsweise werde ich einfach mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht komme ich bis zum Stygian, werde dann aber das Take an der Stelle abbrechen. Weil das Stygian ist wirklich nicht mehr so weit entfernt. Also ich habe halt bei Tiamat gemerkt, dass wenn ich so ein angebrochenes Take mache, ist es nicht ganz so gut. Und bei der Quälerin hatte ich halt ein eigenes Take für die Quälerin. Beziehungsweise Griever. Griever, Griever. Ja, und deshalb möchte ich hier wirklich ein eigenes Take auch für die Bosse jetzt immer machen. Deshalb, wenn ich kurz vor der Boss leer bin, breche ich halt einfach ab. Ihr seht, da vorne geht's raus. Da vorne ist auch gleich der Stygian. Ich werde dem Stygian einfach mal einen Versuch gönnen dann. Und werde dann halt, wenn ich es nicht schaffe, direkt abbrechen und im nächsten dann ein eigenes Take für den Stygian machen. Weil, wie gesagt, es ist halt ein bisschen blöd. Wir könnten aber auch nochmal durch Wulgrim durchgehen und mal schauen. Aber damit kriegen wir auch nicht so viel voll. Ja, warum kaufe ich diese dreckige Pistole? Ich benutze sie kaum. Die ist für den Stygian wichtig. Diese dreckige Pistole. Und jetzt schauen wir mal hier, was wir noch holen können uns. Was wir uns noch holen können. Devil's Cross. Block Counter benutzen wir eigentlich nie. Left Alt, das benutzen wir eigentlich häufiger. Harpoon Tackle benutzen wir eigentlich auch häufiger. So. Wir können also jetzt immer wieder an diese Stelle hier zurückkehren. Wie sieht es denn mit der Gesundheit aus? Ist passabel. Da vorne seht ihr auch schon den Stygian. Und ich... I give it a try. Ja, bei dem Boss. So, that's the Stygian. Looks like they worked him over pretty good. Now, you just have to get in there and finish what they started. Ja, bei dem Boss weiß ich halt noch so grob, was ich machen muss. War halt, in meiner Erinnerung ist der halt noch sehr stark drin, weil ich wirklich am Anfang überhaupt nichts wusste von dem. Ein Kumpel, bei dem ich das erste Mal Darksiders gesehen und gespielt habe, hat den Boss gemacht live, während ich da war. Und da wusste ich dann, also wir haben halt zusammen gerätselt, wie man den Damage machen kann.
Und natürlich werde ich immer von Zwischensequenzen unterbrochen. Ja, wir haben zusammen gerätselt, wie man den... Autsch, töten kann. Der Boss ist wirklich nicht ganz so einfach, wie das die Quälerin und Tiamat noch waren. Ich weiß, ich bin bei Tiamat gestorben und das wirklich nicht zu knapp. Aber Tiamat war im Vergleich zu dem hier wirklich noch sehr, sehr einfach. Wenn man halt, wenn ich Glück habe, komme ich nochmal dran. Man muss nämlich mit dem Schwert hier an die Seite und dem erstmal das Ding runterknüppeln. Richtig. Und jetzt funktioniert er wie so ein normaler Wurm auch. Und diese Normalwürmer hasse ich halt wie die Pest. Und der Stygian ist nicht nur ein normaler Wurm. Nein! Er holt sich... Autsch! Auch nachher noch normale Würmer, die wir im Bosskampf legen müssen. Ihr seht, es sind mehr Staubwolken geworden. Es sind normale Mini-Würmer. Ich weiß gar nicht, ob wir die erst legen müssen. Ups. Das war dumm. Ja, wenn man halt die Shift-Taste hier drückt. Autsch! Wieso verkacke ich es denn gerade so übel? Ja, wie gesagt, es ist jetzt nur so ein erster Try. Und ich weiß halt nicht, ob ich das Take hier letztendlich dann auch für den Stygian, ob es reicht. Das sind schon wieder diese Drecksviecher. Die bringen mich immer zum Fallen, die Wichser. Was war das denn jetzt? Ich glaube, ich muss wirklich erst diese Kleinen erledigen. Und schaue dann einfach, wie ich dem Stygian Schaden machen kann. Bist du der Stygian? Ah! Du bist der Stygian. Wow. Stygian. Sag das dreimal schnell hintereinander. Stygian, Stygian, Stygian. Spätestens beim dritten Mal versteht man dich nicht mehr. Also diese normalen Würmer hier, nennen wir sie mal Hosenschlangen, sind wirklich die ekligsten Gegner im Spiel. Ich hasse diese Viecher. Die sind echt fast so schrecklich wie fundamentalistische Christen. Und wirklich nichts ist so schrecklich wie fundamentalistische Christen. Nicht mal Satan selbst kann so schrecklich sein. Dem weiß man wenigstens, was er mit einem vorhat. Fundamentalistischen Christen weiß man halt nie so recht, was die mit einem vorhaben. Wollen die einen bekehren oder bekiffen oder... Oder. Ja, wie ihr seht, geht es doch gerade ganz gut. Aber ich habe auch kaum noch Leben. Und ich werde wohl auch gleich wirklich sterben. Wenn ich nicht aufpasse. Deshalb habe ich, wie gesagt, den... Au! Ich hätte bei Vulgrim noch so ein Scheißdrecks-Elixier kaufen sollen. Ja, wie gesagt, der Stygian ist wirklich mein absoluter Hassboss. Weil er halt einfach wirklich nicht einfach ist. Er ist arschschwer. Einfach nur, weil er mittendrin im Kampf auch noch diese ekligen Ads spawnt. Aber der Stygian könnte unter Umständen sogar relativ bald ins Gras beißen, wie ihr gesehen habt. Die Schüsse haben schon ein rotes Feld hinterlassen.
Also hatten schon so einen roten Haartrefferbereich oder wie man das auch immer nennt. Und das sagt einem halt, glaube ich zumindest, dass der Gegner fast tot ist, oder? Zumindest sehr, sehr wenig Life hat. Und gerade der Stygian wäre halt schön, wenn ich den jetzt noch schaffen würde, weil die Zeit drängt nämlich auch so langsam. Und ich möchte eigentlich ehrlich gesagt nicht dieses Take hier jetzt auch noch verschwenden, nachdem ich den schon so weit und so gut geschafft habe. Das heißt gut, ich komme noch live. Aber nachdem ich halt schon so viel von diesem Kampf hier gezeigt habe, wäre es ehrlich gesagt schön, wenn dieses Drecksviech jetzt gleich sterben würde. Genauso. Da fragt man sich, hätte er das nicht von Anfang an tun können, sich fressen lassen. There's nothing left to do but get the Stygian's heart back to Samael. Still, all these hearts, the power he'll get from them. I hope you know what you're doing. Ja. Speicherpunkt erreicht. An der Stelle mache ich Schluss. Was wir mit dem Herzen machen, wir bringen es natürlich zu Samael, zeige ich dann im nächsten Let's Play Video und hoffe wenigstens, dass diesmal alles geklappt hat, weil ich keinen Bock habe, diesen Kampf nochmal zu machen. Tschüss!